Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Heute am ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Bescherung, seid reichlich beschunken worden und ja, was soll ich sagen? Jetzt geht's los hier. Was heißt, jetzt geht's los? Jetzt geht's hier einfach weiter, ne? So wie alle 2 Tage. Hallo Fabian, nicht. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu chatten. Ich möchte mich jetzt gerne weitermachen in Chrysalis. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hallihallo, Hallöchen. Habt ihr auch alle schön das Video gesehen hier? Der Jahresrückblick in Bildern 2016 auf meiner Homepage kidchaos.de. Viel Mühe gegeben. Theoretisch müsste es jeder von euch gesehen haben. Sonst noch was? Nö. Machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Lalalala. Frohe Weihnachten. Oh, sorry. Ach, das ist ja ein bisschen unnett von mir, oder? Wenn ich jetzt sage, wenn ich mich gar nicht dazu äußere. Dir auch frohe Weihnachten. Grinsesmiley. So, aber ich hau jetzt trotzdem ab, Fabian, nicht? Ach ja, genau. Die neue Freundesliste. Hey, was sagt ihr dazu, Leute? Ist die geil oder was? Komm, ich gucke mir die mal gerade an. Oh nein, es sind so viele Leute online. Aber ich kann nicht mit euch sprechen oder spielen. Ich möchte jetzt mal gerade gucken. So. Auf meiner Homepage kiltchaos.de, Werbung, 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 habe ich ja auch einen kurzen Artikel zum Update gemacht. Aber ihr wisst wahrscheinlich alle eh besser Bescheid. Ey, Moment, apropos Update. Es gibt doch einen Code. Ist doch wieder ein Code veröffentlicht worden. Passt auf, bevor ihr mich direkt fragt, was das für ein Code ist. Was? Es gibt wieder einen Code bei Wizard 101. Ja. Ich glaube, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich hoffe es. Nein, habe ich nicht. Okay. Ich gucke jetzt mal gerade ganz, ganz schnell, ob ich den finde. Tut mir leid, wenn ich jetzt das Spiel dann so blöd hier unterbreche. Aber er sagt immer, hey, Kai, sag uns doch, wie der Code ist. Und ich würde es bis zur nächsten Folge wieder vergessen. Das weiß ich. Das ist einfach so. So, bin bei auf Facebook. Wizard101 Europa. Ich habe keine Ahnung, welches war denn das hier? Aha, Happy Holidays, Young Wizards. Here you have a voucher code for all you bliblablub. So, der Code ist Z3Z9J4RXXU8RQD. So, weiter geht's im Spiel. Na Quatsch, ich zeige euch den natürlich. Da wo DE steht, ne? ZZ3Z9J4FRXDU8LQD. Dafür gibt's wieder irgendwas Weihnachtliches. Ich werde es gleich mal zwischen dieser und der nächsten Folge ausprobieren, was das ist. So, wir waren aber eigentlich bei der Freundesliste, mehr Freunde. Und das hatte ich nicht gesehen, das habe ich erst dann gelesen im Update-Patch-Block-Gedönse, dass man die Freunde tatsächlich auch sortieren kann nach Aktivität, wann die zuletzt aktiv waren. Stand da zumindest. Nach Schule, nach Stufe, nach Freundschaftsbeginn, nach vielleicht Freundschaftsstatus. Weiß nicht, was es bedeutet. Freundschaftsstatus. Vielleicht ist das damit gemeint. Okay. Ja, will ich. Fabian Licht. Dann gehen wir mal auf die allerletzten. Zoe, Eve, Blitzwald, Xander, Wassertor. Aber wie wir sehen, sind es wieder die letzten. Mit Z, Y, X, W. Es kann also nicht der Freundschaftsstatus sein, sondern es ist wieder von A bis Z sortiert. Das ist einfach totaler Quatsch. Jetzt sehen wir, wie sich hier die Dinger aufbauen. Die Gesichter.
ist das denn? Goldkartentausch. Fabian Licht, ich möchte keine. Ja, abbrechen bitte. Ja. Ich muss mich. Nein, 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 nein. Abbrechen, ich möchte nicht. So, ich möchte jetzt nach Chrysalis. Sorry, Fabian. Aber ich bin nicht gekommen, um diesmal zusammenzuspielen. Ich wollte nämlich nur mal gerade ganz unverbindlich hier nach Chrysalis. So, ich muss Schriftrollen der Kriegskunst finden. Denn wir wollen hier auch ein bisschen weiterkommen, ne? Jetzt habe ich 4 Stunden, 4 Stunden, 4 Folgen lang dem Gidipaladin, dem Patrick, geholfen beim Melister. Wahnsinn, wie leicht das für mich ist inzwischen. Dabei kommt es mir mit Drachenfels gar nicht so lange her. Naja, ist aber doch dann doch schon was länger her, ne? Ja, ich hätte mich auch beamen können. Nutzen wir die Zeit für einen netten Spaziergang. Ja, man darf sich an Weihnachten auch ruhig mal ein bisschen Ruhe gönnen, ne? Ich zum Beispiel habe eine sehr entspannte Weihnachtszeit. Heute Heiligabend und so weiter, ist klar. Jetzt, wo ihr das seht, das erste Weihnachten, habe ich 2 Termine. Einmal kriegen wir Besuch, einmal fahren wir zur Uroma oder zu meiner Oma. Das war's auch nicht besonders lang, denn sagen wir mal so, man kann es nicht besonders lange bei ihr aushalten. Weiter äußere ich mich nicht dazu. Zweite Weihnachten kriegen wir auch einmal Besuch. Und das war's. Muss nicht großartig irgendwo hin, geschweige denn irgendein tolles Essen machen. Nein, nein, nein. Das sind alles Sachen, von denen ich mich getrennt oder von denen wir uns einvernehmlich getrennt haben. Das hört sich voll blöd an. Weil wir einfach keinen Bock haben, uns da unter Stress setzen zu lassen. Der Divim weiß ja schon, ey, überall hängt der hier ab, der Typ, ne? Der Typ nervt mich langsam, aber sicher. So, aber wir waren ja eh schon im letzten Hain. Oh mein Gott, was ich jetzt hier wieder für einen Weg auf mich nehme. Leute, da war ich im Saturn und hab, was steht da rum? Neben Laptops und so weiter, ein Standmikro für Leute wie mich hier. Mit Mute-Taste, wo ich auch mal schön niesen oder rotzen oder husten oder pupsen kann und keiner hört es. Oder auch mal mit irgendwem schimpfen kann. Da war ich aber jetzt ein bisschen angefixt. Aber ich verdiene einfach zu wenig YouTube-Money. Ich sehe einfach nicht ein, mein privates Geld weiter groß zu investieren hier in YouTube, weil so wenig dabei rumkommt. Deswegen, wenn, würde ich das von YouTube-Money bezahlen. Da habe ich mich ja schon oft zu geäußert. Das ist, ist nicht wirklich was. Was ist das denn? Hä? Ist das ein neues Zeichen? Ist ja auch egal. Ist eh so leicht hier. So, zack, nur geradeaus. Wie easy. Warum hat mein Handy vibriert? Ach, Quizduell. Wieder einmal habe ich gewonnen. Äther, sehr schön. So, aber wir wollten jetzt zum letzten Krein. Zum letzten Hain hinein. Hallo, geh doch. Kevin stellt sich wieder an. Ach ja, hier sind wir. Ach du liebes Lieschen. Was bin ich jetzt hier einen Weg wieder gelatscht? Ach. Aber okay, so ist das. So kennt man mich. Ach, ich freue mich schon aufs neue Jahr. So, als ich dieses Video hier geschnitten habe, 2016, da habe ich ja viele, viele, viele Vlogs, vor allem die Spezial-Vlogs. Ich glaube, ich habe alle Spezial-Vlogs darin nochmal aufgegriffen, Videoschnipsel gemacht und getan. Das war sehr aufwendig und auch sehr cool, weil ich habe da nochmal gesehen, dass ich eigentlich schon doch ein ziemlich cooles Jahr hatte. Und das waren natürlich nur die Sachen, die ich auch festgehalten habe auf Video. Man hält ja auch nicht jeden, ja. Man hält ja nicht besonders viel auf Video fest. Und wenn man das so zusammenschneidet mit so einer fetzigen Musik, dann klingt das ja schon sehr gut, ne? Man denkt oft so, ah ja, so wirklich viel passiert ja irgendwie auch nicht, wenn du so erwachsen bist. Aber dann
Es ist doch ganz cool gewesen. Webvideopreis. Wie ich mich zu den VIPs geschmuggelt habe. Einfach, ich kriege immer noch so ein Grinsen im Gesicht. Wie ich mich da einfach vorbei geschmuggelt habe. So geil. So selbstverständlich dran vorbeigewandert. Jo, jo, ich komme hier durch. So, was soll ich hier noch mal tun? Soll ich hier nicht gegen irgendwen kämpfen? Finde Schriftrollen der Kriegskunst. Und guck mal, hier habe ich mir sogar ein Kreuzchen gemacht. Also ich bin wieder verwirrt, ne? Na gut, aber ich muss halt. Sprich mit Elisa Feuerklinge. Sprechen wir erstmal mit Elisa Feuerklinge. Denn offenbar komme ich hier nicht besonders viel weiter. Ne? Das Leben ist hart. Vor allem in Chrysalis. Steinhart. Wie unnötig ich hier jetzt rumlaufe, ne? Verfluchte Seeelementare! Sogar die Natur wird von der Schattenkönigin geknechtet. Zauberwirker, kannst du herausfinden, wo sich dieser Totenkopfhexer versteckt und den Zauber brechen, mit dem er die Seeelementare kontrolliert? Aua, 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 aua. Abbrettschmerzen. So, schon gut. Ich hab's überlebt. Den Schmerz. Wo ist er denn? Der Totenkopfhexer hinter dem geheimen Geheimnisweg, die ich schon herausgefunden habe. Nicht weit von den Seeelementaren entfernt stößt du auf Spuren. Sie führen am Ufer des Sees entlang. Sind wir hier bei Outlast oder was? Mich voll erschreckt. Am Ufer des Sees führen Spuren entlang. Oh, hier gibt es einen geheimen Weg, der hier hochführt und der hier unten entlang führt. Sehen Sie. Sehen Sie. Kann ich hier einfach drumherum latschen oder was? Pass mal auf. Ah, ich dachte, ich komme. Käme hier rüber. Schade. Ich muss schnell Attack on Titan zu Ende spielen. Ich würde viel lieber Outlast spielen. Ich habe da richtig Bock drauf, obwohl es so richtig brr ist. So richtig brr. So, muss jetzt den Du bist Totenkopf. keine Maus. Was für eine widerwärtige Kreatur bist du? Ich werde dich in meine Dienste zwingen, wie ich es schon mit diesen tumben Seeelementaren tat. Es sind auch noch drei Gegner. Jetzt muss ich überlegen. Angriffstaktik, die sind auch noch Mythos. Also ich werde jetzt in dieser Folge nicht angreifen, denn die Folge ist fast zu Ende. Das würde ich überhänge projizieren. Würde gerne noch was anderes aufnehmen. Machen wir denn da? Was habe ich denn noch für Quests? Finde Honig. Chrysalis, Mondklippen. Grille. Beschaffe Aphodilen. Da kann ich ja eh noch nicht her. Beschaffe Chrysanthemengedröse. Schriftrollen der Kriegskunst. Chrysalis Bastei. Erkunde die Kriegshornbläsergruft. Ja, da muss ich auch nur kämpfen. Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier den Viridian Grüneich zu besiegen. Und das werden wir wohl in der nächsten Folge. Hallo? In der nächsten Folge machen. Die jetzt auch schon hier quasi mit. Also die Folge ist jetzt zu Ende und danach kommt noch eine Folge. Die nehme ich jetzt direkt auf, die nehmt ihr aber erst übermorgen wahr. Ja, macht's gut, ciao.